In dieser Kantate, meine Damen und Herren, geht es um den Ratswechsel. Ein wichtiger Tag, wir werden gleich dann von Niklaus hören, wie das zu und her gegangen ist. Aber gehen wir doch zuerst in medias res. Ich schlage vor, dass Sie Ihr blaues Büchlein aufschlagen, den hintersten Seiten, wo Sie den Kantatentext finden. Und wir schauen uns die Nummer 3 an, das Bassrezitativ. Auf, du geliebte Stadt im Ring. Haben Sie mitgelesen? Hier steht das nicht, sondern Lindenstadt. Aber die St. Galler würden sagen, du geliebte Stadt im Ring, im grünen Ring. Komm, falle vor dem Höchsten nieder, erkenne, wie er dich in deinem Schmuck und Pracht so väterlich erhält, beschützt, bewacht. Sehr viele Eigenschafts- und Tätigkeitswörter und seine Liebeshand noch über dir beständig hat. Wohlan, bezahle die Gelübde, die du dem Höchsten hast getan und singe Dank- und Demutslieder. Das müssen wir uns merken, die Dank- und die Demutslieder. Das hat nämlich dann mit dem Gesamtprogramm viel zu tun. Komm bitte, dass er Stadt und Land unendlich wolle mehr erquicken und diese werte Obrigkeit so heute Sitz und Wahl verneut mit vielem Segen wolle schmücken. Und Johann Sebastian Bach übergibt dem Bass die Führung und in einem großartigen H-Moll-Akkord. Auf, du geliebte Lindenstadt, komm, falle vor dem Höchsten nieder. Sie hören das Fallen, komm, falle, und der Höchste vor dem Höchsten nieder. Das Erkennen, erkenne, wie er dich in deinem Schmuck und Pracht so väterlich erhält, beschützt, bewacht und seine Liebeshand noch über dir beständig hat. Ist es nicht herrlich, die Deklamation, die wir hier hören? Ein alter, erfahrener Komponist setzt dieses Rezitativ in Musik und wir verstehen, um was es geht. Die Gelübde natürlich. Wohlan, bezahle die Gelübde, die du dem Höchsten hast getan. Die Dankeslieder und singe Dank- und Demutslieder. Diese Harmonie zeigt es, dann die Höhe der Noten, die kleine Terz im Bass. Wiederum hier die größte Präzision eines bekannten und erfahrenen Komponisten. Komm, bitte, dass er Stadt und Land unendlich wolle mir erquicken und diese werte Obrigkeit relativ tief so heute Sitz und Wahl verneut und dann der allerhöchste Ton mit vielem Segen wolle schmücken. Das ist doch feierlich. Nein, er macht's anders. Mit vielem Segen wolle schmücken. Immer mit diesem leicht melancholischen Ton. Aber ganz klar, es ist so, hier ist Gott an erster Stelle erwähnt und die Regierung soll sich ihm unterordnen. Wie ist das aus deiner Sicht, wie es dazumals war und wie es vielleicht heute, sei es in St. Gallen oder vielleicht eher in Zürich, sich verhält mit dem Verhältnis zwischen Kirche und Staat? Also zuerst einmal war es ein großes Ereignis, dieser Ratswechsel. Er fand immer statt am Montag nach dem Bartholomäustag, das heißt am Montag nach dem 24. August. Und er begann mit einer großen Prozession. Mit der Prozession, denn man muss wissen, jedes Jahr fand ein Ratswechsel statt. Weshalb? Weil es drei Räte gab. Es gab einen sitzenden Rat, der die Sitzungen abhielt, Entscheidungen fällte. Und es gab zwei weitere Räte,
die sozusagen eben im Hintergrund waren. Und dann am Bartholomäustag kam der neue Rat, der eingesetzt wurde. Und im Jahr darauf kam der dritte Rat. Sie merken eine Art von Herrschaftsverteilung schon hier. Eindrücklich, natürlich nicht so richtig demokratisch, weil es waren die vermögenden Familien nur, die diese Ratsleute bestellt haben, und die Räte waren auf Lebenszeit gewählt. Aber es waren nicht nur die alten Familien Leipzigs. Interessant, ich habe das gelesen, war es so, dass man immer wieder gedankliche und blutsmäßige Auffrischung brauchte und deshalb Leute beizog, die neu hinzugezogen waren, wegen der Messe oder wegen der Universität. Und nun also die 32 ehrenamtlichen Mitglieder auf Lebenszeit, der sitzende Rat, die beiden ruhenden Räte, und jetzt muss man sich vorstellen, mit welchem Glanz die nun eingezogen sind. Wir haben keinen Bericht von Leipzig, aber wir haben einen der kaiserlichen Freien Reichsstadt Mühlhausen. Ich lese Ihnen zwei, drei Sätze daraus, damit Sie sich vorstellen können, wie das damals ablief. Es wurde des Morgens zwischen 7 und 8 Uhr mit der großen Glocke ganz allein geläutet. Dann zog der Rat in Prozession vom Rathaus bis in die Kirche. Die Schützenkompanie und die junge Bürgerschaft musste auf beiden Seiten Spalier stehen. Der alte, abgehende Rat ging voran, der neue folgte und den Schluss bildeten die Ratsdiener. Die Herren des dritten Rates waren nicht bei dem Zuge, währenddessen zwei Musikbanden auf der Brotlaube und der Kämmerei mit Pauken und Trompeten gegeneinander musiziert haben. Sie müssen sich also vorstellen, die ganze Stadt ist da unterwegs, zwei Bands sind da und das wird gefeiert nun eben in der Kirche. Und es wird gefeiert mit einem Gottesdienst und es wird gefeiert mit einer neuen Kantate. Bach hatte den Spezialauftrag, immer eine neue zu schreiben. Ich glaube, er wurde auch recht gut dafür entlöhnt, was ihm, glaube ich, gut gefallen hat. Und schön, wenn man sich das so vorstellt, wie Kirche und Politik, man könnte sagen, wie Christengemeinde und Bürgergemeinde hier zusammenkommen. Und das, finde ich, hat seine schönen Seiten. Und wir alle wissen, es kann auch seine heiklen Seiten haben, wenn politische Entscheidungen theologisch immer schon überhöht werden. Und deshalb ist der Text, den wir jetzt dann lesen, den wir hören werden, so wichtig, weil dort sieht man auch eine Art von Verteilung, nicht nur Überhöhung, sondern auch in einem guten Sinne Ermahnung. Was ist das Entscheidende jetzt? Wir werden sehen, dass das Wort Gerechtigkeit eine Rolle spielt und so weiter. Und jetzt sind wir natürlich alle gespannt, wie mit Pauken und Trompeten diese Kantate in der Nikolaikirche, es war immer in der Nikolaikirche, und der Superintendent hat immer die Predigt gehalten, wie die begann. Pauken, Trompeten, das muss eine richtig geniale und großartige Sache gewesen sein. Das war der Anfang, mit Oboen, vermischt mit den Streichern, mit den Bässen. Ram pom 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 pom, pom 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 pom, rim pam 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 pom. Singen Sie doch mal mit. La ram tam tam tam, ta ram tam tam tam. Luzogramm bitte. Dritter Takt sehen Sie diese Melodie. Ram pam pam. La ram tam tam tam. Darf ich Sie nochmals bitten? La rim tam tam tam. Ta ram tam tam tam. Nachher der Altus singt Gott man lo
Lobet, man lobet dich, Gott, in der Stille. Also nichts von Pauken, von Trompeten, sondern von diesem Psalmwort. Und das ist ein ganz besonderes Psalmwort. Und ich glaube, das wäre wichtig, dass du uns, Niklaus, hier noch ein bisschen Hintergrundwissen gibst, gerade in Bezug auf das Wort der Stille, die so wichtig war für das Konzept von Bach, dass er die Kantate nicht mit den großen, mit der großen Besetzung, die ja vorhanden ist, Sie sehen, die Pauken warten nur, die Trompeten kommen schon dazu, sondern mit diesem feinsinnigen Arientext beginnt. Ja, eben großartig, dass Bach so ein genauer Leser ist der Bibel. Und das muss man genauer sagen, der Lutherbibel. Weil, wenn Sie die Zürcher Bibel nehmen oder wenn Sie die Einheitsübersetzung nehmen, dann werden Sie sehen, dass diese Stille gar nicht vorkommt. Sie kommt nur im Luthertext vor und das wiederum hängt damit zusammen, dass das Hebräische, wie Sie vielleicht wissen, nur in Konsonanten geschrieben ist und vokalisiert wird. Die aufgeschriebene Vokalisierung erst 9., 10., 11. Jahrhundert. Das heißt, die Interpretation, wenn man jetzt drei Buchstaben hat, D, M, H, dann kann das Dumja heißen, was Stille heißt. Man kann es aber auch ableiten von einem Verb, was gleichen zukommen heißt. Und deshalb lesen wir in der Zürcher Bibel, lesen wir, Lobpreis gebührt dir, kommt dir zu. Du Gott auf dem Zion, dir erfülle man Gelübde, während Luther, so wie es auch jetzt in der Biblia Hebraica steht, vokalisiert, eben diese Stille hat. Und das ist so großartig, dass diese Ratswechselkantate diesen Akzent auf die Stille setzt. Also jetzt beginnt mit dem Ratwechsel und mit dem Innehalten. Wie soll das politisch weitergehen? Es beginnt nicht mit Pauken und Trompeten, sondern mit der Stille. Olearius, den ja Bach immer konsultiert hat, in der Stille, dich Gott, muss man mit Geduld in der Stille erwarten und danach deine Hülfe fröhlich loben. Und Olearius, der ein besserer Hebräer war als ich, schreibt noch dahinter Dama, also DMH, sich beruhigen, Stille, Ruhe. Und diese Stille, wenn Sie nochmals das Luzogramm anschauen, die ist von ziselierten Figuren versehen. Oben zum Beispiel sehen Sie dieses Ja, da, 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 la, da, 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 ja, da, da, da. Ja, da, da, da. Und in der Bassfigur haben wir diese aufmunternden Oktaven. Ra, dom, lam, bom, jam, dom, jam, dom. Und eigentlich hier ein richtiges Orgelpräludium mit der Altstimme. Ja, alle, di, 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 da, dam, di, 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 da, da, dim, di, 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 di. Bam 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 di 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 am tam di 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 am tam di di dim bam dim di di dim di 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 sind eigentlich Trompetenfiguren ganz leise. Es ist differenziert ausgeführt und ich denke, es geht hier auch um den inneren Gottesdienst. Beim Lesen vieler theologischer Literatur habe ich bemerkt, das ist der wichtigste Gottesdienst. Nicht das Äußere, sondern was passiert. Bach bekam den Auftrag, zur Andacht zu holen, die Leute. Und um das ging es, dass sie mitlebten. Und nicht einfach denken, ja okay, jetzt geht es halt noch 3 Stunden bis zum Mittagsbraten. Aber er kommt bestimmt. Vielleicht haben sie das auch gedacht, wer weiß. Aber das andere, betroffen sein von dem, was verkündigt wurde. Diese Arie, ja, sie endet und dann kommt aber die schöne Bestätigung, die Überraschung mit folgendem musikalischen Material. Musik.
Jauchzen ist für Ostschweizer sicher sehr wichtig in Bezug auf Appenzell, natürlich für andere Völker auch. Die Zürcher Jauchzer klingen vielleicht anders, aber die Appenzeller tönen am schönsten, da sind wir uns einig, gell? Aber wie gehen die? Die machen hier oft das hat dann auch zu tun mit, die Kühe sollen mal endlich kommen. Gang rief der Brune, Gang rief der Gele, und sie wird nur diese Stimmung. Und das Jauchzen, wenn Sie bei Bertha auf dem Luzogramm schauen, das könnten wir dann sogar zu singen versuchen. Dann wissen Sie, was unsere Stimmen im Chor alles bewältigen müssen. Ich singe es Ihnen mal vor. Jauchzet, vielleicht nur bis hierher. Und jauchzet, miserabel. Und jauchzet. Probieren Sie mal dieses ja, ja. Nochmal. Ja. Und jetzt jauchzet. Und jauchzet. Sie sehen, was alles geleistet werden muss. Bach verlangt etwas, aber das Jauchzen wird wunderbar dargestellt. Und dann, ihr Freudenstimmen, jauchzet. Sie denken, habe ich dieses Stück nicht auch schon gehört? Und Sie haben recht, es ist nach dieser enigmatischen Stelle in der Hamelmesse, wo es heißt, et expecto resurrezione, wir erwarten die Auferstehung, zuerst in melancholischem Moll mit vielen verminderten Septakkorden, enharmonischen Verwechslungen. Plötzlich geht da die Musik los, die Chöre sind sofort dabei, es ist fünfstimmig und es stehen eine unglaubliche Anzahl von Wörtern über dem, nämlich Vivace e Allegro, eine der schnellsten Bezeichnungen, die ich kenne für Chorsachen. Hier in diesem Chor haben wir das Vorbild und wie Sie hören, dieses Bach stellt dann ein paar neue Töne dazu, vielleicht mögen Sie sich erinnern. Expect, 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 er nimmt die Musik, stellt etwas Neues hinein, nimmt ein bisschen aus dem Messetext dazu. Das ist die großartige Weise, wie Johann Sebastian Bach mit einer Parodie umgeht. Er sagt nicht die gleiche Musik mit anderen Worten, sondern er nimmt diese Musik und setzt sie um. Ein feierlicher Moment mit einem B-Teil, der in der Messe nicht vorkommt. Lobet Gott im Heiligtum. Lobet Gott im Heiligtum und erhebe seinen Ruhm, seine Güte, sein erbarmendes Gemüte. Drei Affekte. Lobet Gott im Heiligtum. Rim pam pam tididi la la. Und nachher seine Güte. Seine Güte, seine Güte, das Erbarmen des Gemüte, sein Erbarmen des Gemüte, sein Erbarmen des Güte, hört zu keine Zeiten auf. Dann die Violinen. Neapolitaner so gern. Auch hier wie beim Rezitativ, es geht in Sekundenbruchteile, wo er mit dem Affekt wechseln kann. Und alles unter einem wunderbaren Bogen. Da bewundern wir ihn. Er verlangt viel von uns Musizierenden, aber es lohnt sich alleweil. Niklaus, vielleicht könntest du uns noch etwas sagen zum Text dieser prachtvollen Nummer, die Teile dann für die Hamelmesse bereithält. Ja, ich glaube, der Text erklärt sich fast selbst. Das Schöne ist eben, nach dieser Stille beginnt jetzt das Jauchzen. Jauchzet ihr erfreuten Stimmen, steiget bis zum Himmel hinauf. Das habe ich gelesen, sei ein Saxonismus. In Sachsen verschleift man, wie in der Schweiz offensichtlich. Lobet Gott im Heiligtum und erhebet seinen Ruhm. Jetzt merken Sie, was schon im ersten Bibelzitat ist, nämlich Stille zu Zion. Die Vorstellung, die Metaphorik ist, dass man jetzt im Tempel ist, im Tempel, wo Gott selbst präsent ist. Und schön jetzt,
Gott im Heiligtum erhebet seinen Ruhm, seine Güte, sein erbarmendes Gemüte hört zu keinen Zeiten auf. Ich lese das so, dass nun der Chor antwortet, wir alle antworten, wenn wir innerlich mitgehen auf diese Aufforderung, die wir gehört haben im Psalmwort. Es ist schon getragen von einer Gewissheit und die Konkretion, die kommt im Rezitativ. Und das haben wir ja schon angeschaut am Anfang. Da wird diese Lindenstadt, eine Volksetymologie aus dem Wendischen, Leipzig. Leipzig sieht sich selbst nun eben auf die Knie fallen vor Gott in der Nikolaikirche. Und wenn ich nochmals daran erinnern darf, an diese wichtige Stelle. Wohlan, bezahle die Gelübde, die du dem Höchsten hast getan, und singe Dank und Demutslieder. Hier sind die beiden Chöre, der brausende zweite Chor und das Demutslied, das Gottloben in der Stille. Darauf dann eine, ja, was soll ich sagen, ein Violinkonzert oder ist es eine Sopranarie? Wie würdest du dich entscheiden? Ich würde sagen, es ist eine Sopranarie, weil ich mich schon freue darauf. Ich habe sie mehrere Male gehört zur Vorbereitung. Sie ist hinreißend schön, aber ein bisschen wirst du recht haben. Vermute ich jetzt mal. Mit Orchester. Rida, di, di, ja, da, di, 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 di. Klingt doch fast schon mozartig, so klassisch. Wir werden erstaunt sein, wenn wir hören, wann sie entstanden ist. Anselm hat mich gerade vor einer Viertelstunde noch bestätigt drin, dass meine Vermutung richtig kommt. Jetzt aber die Violine. Und so weiter. Dann kommt die Sopranistin, singt Heil und Segen, Heil und Segen soll und muss zu aller Zeit, soll und muss zu aller Zeit sich mit unserer Obrigkeit in erwünschter Fülle legen. Vielleicht ein bisschen komisch, dass diese höchste Note mit der Silbe unsere Obrigkeit. Naja, vielleicht zeigt sich sehr, dass da ein anderer Text mal war, man weiß es nicht mehr. Jedenfalls wäre es wichtig für mich, dass du doch noch was zum Text sagst und nicht nur zur Sopranarie. Ja, wenn wir das Wort Obrigkeit hören, dann klingelt es uns in den Ohren, dann hören wir schon das, was im Rezitativ auch schon anklang, nämlich Römerbrief des Paulus, Kapitel 13, wo es heißt, dass alle der Obrigkeit untertan sind und ihnen und der Obrigkeit gehorchen sollen. Nun aber interessant finde ich, dass nicht nur das stehen bleibt, also der Paulustext, der ja auch wirklich ungute Wirkungen hat in der Geschichte, nämlich eine Art von Unterwürfigkeit gegenüber politischen Machthabern auch gezüchtet hat. Wenn wir genau lesen, dann kommt gleich nach dieser Obrigkeit, auf die sich Heil und Segen legen möge, dass sich Recht und Treue müssen miteinander freundlich küssen. Großartiges Bild, das ist ein wunderbares Bild, dass sich Recht und Treue küssen sollen. Wahrscheinlich haben Sie auch das im Ohr, Psalm 85, der auf eine schöne Weise dieses Wort aufnimmt. Dort kommt noch der Friede hinein, die küssen sich. Also hier ist schon, wenn wir genau lesen, ist die Obrigkeit nicht einfach Herrschaft und Macht und sich unterordnen, sondern es wird kodiert so, dass das mit Recht, mit Gerechtigkeit zu tun hat. Das gefällt mir sehr hier. Dass sich Recht und Treue müssen miteinander freundlich küssen. Dass sich Recht und Treue, Recht und Treue
freue mich. Da 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 ri, da 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 da. Ja, das war zu allen Zeiten großartig. Und es war herrlich, bei der Probe habe ich rübergeschaut zu Nicola und wir haben uns selig angelacht, weil hier war eine italienische Sequenz. Und das ist immer schon, und das war immer und wird auch so bleiben, wo so etwas passiert, dieses Hin- und Herwiegen. Also Bach wusste wahrscheinlich von diesem herrlichen Schlager was. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich möchte Ihnen zwei, drei Sachen zu dieser Arie sagen. Sie wurde immer wieder verwendet für eine Trauungskantate. Da ging es darum, dieses Brautpaar hier wirklich einzuführen. Und da hieß der Text: Leit, o Gott, durch deine Liebe dieses neu verlobte Paar. Funktioniert auch wunderbar. Bach hat es dann noch ein paar Mal verwendet. Und das Erstaunliche ist, er hat es in einer Violin-Cembalo-Sonate verwendet. Es gibt diese berühmten sechs großen Sonaten mit obligatem Cembalo. Es ist eigentlich eine Triosonate. Die Violine spielt die erste Stimme, die rechte Hand des Cembalo spielt die zweite Violine oder die Flöte oder ein zweites Instrument und die linke Hand spielt den Bass. Also Trio als die Hauptform wahrscheinlich des Musizierens überhaupt. Das wäre ein anderes Thema, werde ich gerne einmal anschauen. Man kann eigentlich fast jedes Stück auf das Trio zurückführen. Das wäre dann, wenn ich es ganz kurz erkläre, das wäre die erste Stimme. Das kennen Sie, nehme ich an. Und die zweite Stimme wäre der Bass. Und vielleicht die zweite Stimme wäre. Und nachher spielt die erste Stimme dann die zweite Stimme und die erste Stimme spielt die zweite Stimme spielt die erste Stimme. Triosonaten, wer das weiß, die Orgel-Triosonaten, die schwersten Stücke für die Orgel. Rechte Hand, linke Hand und die Füße spielen das. Das mussten die Leute kennenlernen. Nun, wir haben heute und Sie, meine Damen und Herren, die Sie hier sind in der Einführung, die große Chance, diese Sonate mal zu hören, die Sie heute Abend dann in der Orchester-Sopran-Version hören. Thomas Leininger und Renate Steinmann, einen herzlichen Applaus.
Herzlichen Dank. Sie merken, das ist ein Stück, das muss dem Johann Sebastian Bach sehr gut gefallen haben. Und immer wieder sagt er, ich verwende es so, ich verwende es mal so. Wenn Sie an das Autumn Leaves denken, wenn Sie es mit Yves Montand hören, dann klingt es so. Wenn es Ella Fitzgerald singt mit ihrer Band, klingt es so. Man hat ein Stück Musik, das man immer wieder gerne verwendet. Und wenn Sie ein kleines Detail anschauen, dann nehmen Sie doch bitte noch das Luzogramm. Da sehen Sie ganz interessante Sachen. Die letzten drei Zeilen, das Cembalo zum Beispiel spielt. Und die Sopranistin würde singen, Heil und Segen. Also nicht da da di, da 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 da, sondern Heil und Segen. In der gleichen Stelle bei der Hochzeitskantate, unterste Zeile macht's Leid Gott durch diese Liebe. Cembalo, wenn Sie oben schauen, ja da di, da di, da da, ja da di, da di, da di, da da. Hier könnten wir ein bisschen Verzierungstechnik von Johann Sebastian Bach finden. Obwohl die nicht überliefert ist, da wären Ansätze vielleicht für unsere Sängerinnen und Sänger. Aber noch viel mehr gefällt mir der Gedanke, ich könnte mir durchaus vorstellen in dieser Zeit, Johann Sebastian Bach mit seiner jungen Frau Anna Magdalena. Dort durfte sie singen in den Trauungsgottesdiensten, in Leipzig natürlich nicht. Da mussten es Männer sein und er vielleicht an der Violine, die beiden. Ist das nicht ein schönes Bild? Wir wissen es nicht, aber wir könnten es uns gut vorstellen. Jedenfalls ein Prunkstück dieser Kantate, gefolgt von einem Rezitativ des Tenoristen, bedeutungsvoll, weil die Streicher sind dabei. Ja, es kommt wieder die Obrigkeit, das Regiment. Man weiß auch, dass bei der ersten Aufführung, dass da die Predigtstelle Römer 13 war. Man weiß, dass bei der zweiten Aufführung, dass da ein Psalmentext war. Aber wenn wir jetzt genau hinhören, nun Herr, so weihe selbst das Regiment mit deinem Segen ein, dass alle Bosheit von uns fliehe und die Gerechtigkeit in unseren Hütten blühe, dass deines Vaters reiner Same, das ist Christus, jetzt kommt Christus hinein versteckt und dein gebenedeiter Name, Immanuel, wieder der Gottesname, wieder Christus, bei uns verherrlicht möge sein. Sie merken, ganz fein ziseliert, auch hier theologisch, aber sehr schön gemacht. Und die Obrigkeit wird in einen Kontext gesetzt, wie schon bei der Arie, wo sich Recht und Treue küssen sollen, wird hier nun sehr Schönheit, die Bosheit auf die Seite getan und jetzt soll wirklich Gerechtigkeit in den Hütten blühen. Mir gefällt das sehr. Und ich finde es sehr spannend, was Bach mit diesem Text macht, besonders harmonisch. Nun Herr, das ist großartig, diese Septime. So weihe selbst das Regiment mit deinem Segen ein. Jetzt die Bosheit, was ist das für ein Akkord? Sie wissen es natürlich, dass alle Bosheit von uns fliehe. Nein, dann die Bosheit von uns fliehe. Das ist nicht falsch, sondern das ist Bachs Idee, eine enharmonische Verwechslung zu machen und nicht korrekt aufzulösen, sondern natürlich kann man diesen Akkord so auflösen oder eben so. Und die Gerechtigkeit in unseren Hütten blühe.
dass deines Vaters reiner Same. Jetzt der gebenedeite Name mit vermindertem Septakkord. Und dein gebenedeitem Name, das Verherrlichen, bei uns Will er vielleicht da irgendetwas sagen für diejenigen, die zuhören, dass da vielleicht ab und zu mal ein Ratsmitglied vielleicht nicht sein bester Freund sei? Who knows? Jedenfalls ist es doch sehr spannend, wenn wir seine präzisen Vertonungen kennen und wenn er hier solche Akkorde einbaut. Aber wir sind in Fis-Moll sehr feierlich und bereit für den Schlusschoral. Hören Sie zu. Nun hilf uns, Herr, dem Dienern dein, die mit dein Blut erlöset sein. Lass uns im Himmel haben teil mit den Heiligen im ewigen Heil. Und so weiter, und der Schlussvers heißt: Und heb sie hoch in Ewigkeit. Für uns wohl ein fremdes Gebilde. Wir können es nicht recht einordnen. Wir denken, es klingt ein bisschen altmodisch. Dazumals mit Sicherheit alle sagen, oh, das Te Deum, oh, ein wichtiger Moment. Wenn das Te Deum erklingt, auch das hat mir Anselm bestätigt, das kam nur dann vor, wenn ein wichtiger Anlass war. Man erkennt es, wie dazumals, als wir diesen Choral von den 10 Geboten behandelt haben, das haben sie jeden Montag gesungen, also kannten sie es, sie haben das erkannt. Was ist aber eigentlich das Te Deum? Wie würdest du das umschreiben? Also zuerst einmal ist es die Verdeutschung durch Dr. Martinum Luther, was wir hier haben, aus Herr Gott, wir dich loben wir, das Te Deum, und das hat eine ganz lange alte Tradition. Es geht zurück in die Spätantike, Ambrosius vielleicht. Es ist großer Gott, wir loben dich. Und wenn wir das bei uns RG 247 hören, dann haben wir eine ganz andere Melodie in den Ohren. Und da fühlen wir uns zu Hause natürlich. Aber hier eben, nun, bevor diese Ignaz Franz und diese Tradition auch bei uns in die reformierten Gesangbücher Einzug gehalten hat, dieses von Luther verdeutschte Te Deum ist große, große christliche Tradition. Sie haben nur einen Teil daraus genommen, weil es beginnt wirklich in zwei Chören meistens gesungen. Herr Gott, dich loben wir, dich Vater, nun in Ewigkeit. Unten dann, nun hilf uns Herr, den Dienern dein. Sehr eindrücklich, es ist ganz innig. Man würde eigentlich erwarten, dass da jetzt doch mit Pauken und Trompeten dieser festliche politische Gottesdienst zu Ende geht. Weshalb nicht? Ist das eine passende Weise, diesen Ratswechselgottesdienst zu beenden? Wir werden es heute Abend so halten. Bei der ersten Aufführung werden wir diesen Bachschen Schluss an den Schluss setzen. Aber wenn Sie im Büchlein gelesen haben, wissen Sie es schon, und sonst sage ich es Ihnen sehr gerne. Es steht in der Partitur Bachs: Infine intrada con trombe e tamburi. Also die drei Trompeten und die Pauken sollen noch eine Intrada spielen. Das konnte man denen auftragen, die haben ständig solche Musik gespielt. Dann heißt, mach doch noch eine schöne Intrada, und dann haben die losgelegt. Was machen wir? Wir selbstverständlich, wir komponieren das nach. Diesmal ist es unser Hofkomponist Thomas Leininger. Er wird heute seine Uraufführung erleben und unsere Trompeter und unser Paukist wird dieses Stück dann am Schluss der Kantatenaufführung Ihnen präsentieren. Sie sehen, eine feierliche Sache, die den feierlichen Rahmen aufs Schönste nachstellt, mit sehr vielen feinsinnigen theologischen Inhalten, wie du uns
Niklaus, das aufs Trefflichste gezeigt hast. Wir freuen uns auf die Aufführung heute Abend und wir möchten Ihnen, meine Damen und Herren, sehr herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit.